Hi und herzlich willkommen zu Part 23 meines Family Life Let's Plays. Leute, diese Aufnahme gerade ist sehr spontan und sehr außerplanmäßig, deswegen kommt dieses Video hier auch am Sonntag. Das heißt, ich kann jetzt leider auch gerade noch nicht auf eure Kommentare aus dem letzten Part eingehen, denn der letzte Part kommt für mich gerade erst morgen online und ich weiß jetzt noch nicht, was ihr da drunter schreibt, aber ich habe mir ein paar Kommentare rausgesucht unter den letzten Videos und die können wir nachher auch einmal zusammen durchgehen. Ich danke euch wie immer für eure rege Beteiligung und den Ideenaustausch unter den Videos. Das ist echt so viel wert für mich. Also ja. Genau, im letzten Part ist Milo, unser kleiner Milo, ja geboren worden und tatsächlich auch schon zum Säugling gealtert. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das nicht zu schnell ging. Wie gesagt, ich kann das jetzt leider noch nicht lesen. Aber ich denke, dass ihr euch bestimmt auch gefreut habt, dass der Kleine dann eben zum Säugling geworden ist. Ich habe mich jetzt allerdings dazu entschieden, dass wir die Altersspanne wieder ein bisschen reduzieren, weil momentan geht mir das alles ein bisschen zu schnell. Wir haben gar nicht so richtig die Zeit, irgendwie jede Altersspanne so richtig zu genießen. Und momentan haben wir ja auch fast alle Altersstufen hier vertreten in unserem Haushalt. Also wir haben ja Milo als Säugling, wir haben Juna als Kleinkind und Darian als Kind. Ein Teenager haben wir nicht, aber wir haben noch Nelia und Kai als junge Erwachsene. Und wir haben auch noch unsere Lilly als Seniorin und die möchte ich eigentlich auch noch ganz gerne ein bisschen für uns haben. Und ihr habt mir im letzten Part nämlich geschrieben, was sehr, 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 sehr schrecklich war, als ich das gesehen habe, dass Ophelia verstorben ist. Also die Mom von Kai ist einfach gestorben, ohne dass wir eine Info darüber bekommen haben. Also ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass wir einen Anruf bekommen haben. Und das hat mich echt sehr irritiert, als ich das dann von euch gelesen habe. Also jeder zweite Kommentar unter dem vorletzten Video war im Grunde, Ophelia ist tot. Ja, das war sehr, sehr schrecklich, das zu erfahren. Und ja, wir sollten auf jeden Fall vielleicht so zum Ende des Parts oder im nächsten Part oder so mal gucken, dass wir die ganzen Grabsteine einsammeln und vielleicht dann mal auf den Friedhof bringen. Aber für diesen Part habe ich erstmal noch was anderes geplant und das würde ich jetzt sehr gerne mit euch machen. Wir starten jetzt auch direkt mit dem Part, weil das Intro ist schon wieder ganz schön lang geworden. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hier draußen im Garten sind gerade Juna und Kai. Juna tanzt hier zu der Musik und hat eine volle Windel, was Kai gerade so gar nicht gut findet. Also ja, aber Juna liebt es gerade, sie liebt Musik, sie liebt es ja auch zu tanzen und ich sehe sie da halt auch total. Also ich glaube, Juna wird es mit der Musik wirklich alles total lieben. Also jetzt nicht so im klassischen Sinne, ich glaube nicht, dass die jetzt Musik selber produziert im Sinne von, dass die halt Klavier spielt oder so, sowas Klassisches wie Nelia eben. Also ich glaube, dafür ist sie nicht so der Typ, der sich darauf einlassen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt so später total gerne singt und so, weil sie macht das ja als Kleinkind jetzt schon total gerne und ich kann mir gut vor. Oh nein, Milo hat einen empfindlichen Magen. Säuglinge mit der Marotte Blähung haben häufiger Gas im Bauch und sind quengeliger, da sie sich unwohl fühlen. Ach, das passt auch wieder so gut, ne? Also ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf Juna ein, dann gucken wir uns das an, weil sonst springe ich wieder zu sehr mit meinen Gedanken. Also wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Juna später halt auch am liebsten irgendwie berühmt werden möchte als Sängerin oder so. Geht sie jetzt durch die Hundetür rein? Ja, tatsächlich. Okay, alles klar. Gut zu wissen, dass diese Türen auch für Kleinkinder geeignet sind. Ich habe ein bisschen was verändert. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ja, also wie gesagt, Juna Sängerin. Ich denke, da seid ihr bestimmt auch bei mir. Also sie möchte bestimmt gerne immer so im Rampenlicht stehen. Ich kann sie mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, dass sie später irgendwie, ja, halt gerne so in der Öffentlichkeit steht. Dass sie halt vielleicht sogar sich so ein bisschen so ein Sozialhasen-Account hier und wie das alles heißt, diese ganze Influencer-Geschichte, dass sie da tatsächlich auch sich für interessiert. Ja, so ganz kurz zum Zimmer und dann zu Milo. Eins nach dem anderen. Also, ich habe ein kleines bisschen umgeräumt und ich finde das sehr, sehr süß. Jetzt ist nämlich hier eine Lampe noch hinter dem Bett. Dadurch hat man so einen kleinen Sternenhimmel und hier ist noch so ein Stillsessel, sage ich mal, für Nelia. Wenn sie dann eben stillt, kann sie sich hier in das Zimmer zurückziehen, weil ich meine, wir haben mittlerweile drei Kinder. Das ist vielleicht ganz angenehm, wenn sie sich dann mal so ein bisschen zurückziehen kann, um dann eben zu stillen. Und ich habe noch was verändert und zwar, ich glaube, das kennt ihr auch noch nicht, ne? Dass hier so eine Tür ist nach draußen, dass man hier auch nochmal nach draußen kann, weil ich fand das irgendwie ganz schön, wenn man so vom Wohnzimmer auch direkt nach draußen gehen kann. Ich weiß, hier ist auch eine Tür, aber irgendwie ist das eher so Kais Bereich. Und dann haben die Kinder halt hier auch nochmal so, wo sie dann rausgehen können, wenn dann eben das Baumhaus gebaut wird. Und Oma Lilly ist da. Und das hat auch einen Grund. Und ich möchte ganz gerne heute anfangen, das Baumhaus zu bauen. Und vielleicht hilft Lilly auch Darian so ein bisschen beim Fahrradfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das ganz gut tut, denn ich suche mal gerade den Kommentar raus, wo das stand.
Genau, Lavik92 hatte geschrieben, für Lilly ist es dreifach schlimm. Zwillingsbruder, Vater ihrer Tochter, beste Freundin bzw. Nachbarin. Und das bezieht sich eben auf die ganzen Sims, die jetzt gestorben sind in der letzten Zeit. Also bei Lilly sind ja wirklich enorm viele nahestehende Personen gestorben. Und da hat Lavik absolut recht. Das ist richtig, richtig schrecklich. Ich meine, Lilly geht es anscheinend gerade etwas besser. Und ich kann mir vorstellen, dass es unter anderem auch daran liegt, dass sie jetzt halt hier im Kreise ihrer Familie ist. Und ich habe mir auch überlegt, wir lassen sie noch mal ein kleines bisschen bei uns übernachten, weil ich glaube, das tut ihr ganz gut, wenn sie jetzt gerade nicht alleine in ihrem Strandhaus auf Sulani ist und da irgendwie an die Vergangenheit durch die ganzen Bilder erinnert wird und so, die da an der Wand hängen. Ich glaube, dass ihr das ganz gut tut, wenn sie jetzt noch mal ein bisschen bei uns übernachtet. Und das spielt mir nämlich auch in die Karten für was anderes, was ich noch geplant habe, aber das besprechen wir gleich. Ich habe noch so viele Sachen gerade im Kopf, die ich mit euch besprechen möchte. Also, ich würde sagen, sie bleibt noch mal 3 Nächte hier, oder? Ich mach mal 2. Wir können das ja jederzeit dann nochmal verlängern. Laufender Ereigniswert. Ach nein, dann beenden wir die Sommerferien. Weil aktuell laufen gerade noch die Sommerferien. Dann lasse ich das doch und wir lassen Lilly einfach nur hier und vielleicht übernachtet sie ja auch so bei uns. Sonst müssen wir das später vielleicht nochmal machen. So, Nelia, ich würde sagen, du kannst mal deine Yuna wickeln. Ich meine, Yuna wird wahrscheinlich gerade lieber von Kai gewickelt. Wir wissen ja, dass sie eher so Papas Töchterchen ist und Nelia oft es irgendwie einfach nur falsch machen kann bei ihrer Tochter. Aber oh ja, das passt tatsächlich. Also ich finde, diese Aussage hier kommt tatsächlich total oft und finde das ein bisschen schade, dass das so oft aufploppt. Aber in diesem Fall tatsächlich finde ich, passt das jetzt auch ganz gut. Also ich finde, Nelia und Yuna können tatsächlich eine strenge Familiendynamik haben. Ich finde, das passt ganz gut bei den beiden. So, aber jetzt einmal auf Milo. Also Milo hat Blähungen und ich finde, das passt wieder so gut in dieses Bild, was wir von ihm haben, dass er halt wirklich so, oh nein, er liegt auch da ganz traurig. Oh mein Gott, der steckt einfach in der Kiste fest. Schrecklich. Oh Gott, Milo, es tut mir so leid. Kai, kannst du mal ganz kurz dich um deinen Sohn kümmern? Nimm ihn mal gerade hoch, heb ihn mal hoch. Und dann kannst du ihn auch direkt mal vielleicht. Achso, jetzt ist er eingeschlafen. Tu ihn mal ins Gitterbett. Er kann im Gitterbett schlafen. Dann ist es ein bisschen blöd, wenn er da auf dem Boden mit dem Kopf in der Kiste liegt. Genau. Also ich finde, das passt alles wieder ganz gut so in das Bild, was wir von Milo haben, dass er halt so, ja, durch diese komplizierte Schwangerschaft halt so ein paar Probleme hat. Und irgendwie finde ich, passt das ganz gut. Okay. Also Kai wird gerade von seinem Bruder Cale angerufen. Kurze Frage. Micha, oh, keine Ahnung. Achso, ja, er möchte einen Freund kennenlernen. Das kann er sehr gerne machen. Ja. Ach süß, Darian mag Popmusik, das ist schön. Okay, Darian, frag mal deine Oma, ob sie helfen würde, das Baumhaus zu bauen. Können wir, müssen wir Lilly dafür vielleicht in unsere Gruppe holen, dass sie dann. Okay, da muss Kai vielleicht mithelfen, dann packen wir einfach mal alle in eine Gruppe. Dann tun wir Darian, Lilly, Julie ist auch hier, ne? Genau, ich habe nämlich Julie angerufen, weil ich fand es jetzt ganz schön, wenn Darian auch mal ein bisschen Zeit mit ihr verbringt, weil irgendwie ist das auch so ein bisschen untergegangen. Deswegen halt jetzt auch die erhöhte Altersspanne. Also ich habe jetzt das in den MC Command Center Einstellungen ein bisschen verändert. Darian hat jetzt noch 16 Tage, bis er altert. Milo zum Beispiel wird erst in 8 Tagen zum Kleinkind. Und das finde ich ein bisschen schöner. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit. Wenn euch das immer noch zu kurz ist, dann können wir das halt auch immer noch mal ändern. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur in den MC Command Center Einstellungen was verändert und nicht die Lebensspanne auf lang gestellt. Na, irgendwie funktioniert das auch nicht. Okay, ich glaube, Kai muss anfangen und dann können die anderen wahrscheinlich mitmachen. Nehme ich mal an. Und vielleicht kann er dann auch aufhören und Lilly baut dann mit Darian weiter. Weil Kai ist ja eigentlich nicht so derjenige, der so Geschicklichkeit so gerne mag. Nee, du sollst aber erstmal das Kind ins Bett bringen. Kai, bitte, bring erstmal den Kleinen ins Bett. Der muss schlafen. Der ist total müde. Er ist total, total überreizt von allen Eindrücken hier. Und lass ihn mal ein bisschen schlafen. Ach so, ich habe euch das auch noch gar nicht jetzt, gezeigt hier, ne? Nelia hat jetzt auch hier so eine kleine Büroecke, habe ich hier eingerichtet. Und ich finde die richtig schön, richtig gemütlich. Ach süß. Milo liebt es, gehalten zu werden. Damit ist er so das ziemliche Gegenteil von Yuna. Milo liebt es, gehalten zu werden. Säuglinge mit der Marotte liebt es, gehalten zu werden, reagieren häufiger positiv, wenn sie hochgenommen oder getragen werden und sind traurig, wenn sie wieder abgesetzt werden. Ich meine, das hat natürlich den Nachteil, dass er wahrscheinlich am liebsten die ganze Zeit bei Papa oder Mama auf dem Arm schlafen würde. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass er auch so dann ganz gut einschläft. Oh nein. Ach, Milo. Mach mal hier. Vielleicht kannst du ihm gerade irgendwie. Ach, wir haben kein Mobile mehr, ne? Gib ihm mal einen Gute-Nacht-Kuss. Und ich glaube, oh, er ist ganz müde.
Och, Milo. Oh Gott, er ist so süß mit seinem kleinen Schnuller. Aber er ist eingeschlafen. Sehr gut. Okay, lassen wir das Kind schlafen. Es ist auch 15 Uhr. Das ist eine gute Mittagsschlafenszeit. Jetzt könnt ihr dann tatsächlich mal anfangen, das Baumhaus zu bauen. Und Lilly und Nelia unterhalten sich hier gerade. Also haben sich gerade hier draußen so ein bisschen unterhalten. Was ich auch ganz schön finde. Ich glaube, Nelia wird jetzt bewusst, dass sie halt wirklich jede Zeit mit ihrer Mom noch nutzen sollte, die sie noch hat, weil sie jetzt halt mitbekommt, wie schnell gerade alle um sie herum sterben. Warum? Lauft ihr da lang? Okay. Ach so, hier ist anscheinend irgendwie ein Loch im Zaun. Aber warum lauft ihr denn da lang? Ihr hättet doch auch. Naja, okay, wir sagen mal nichts dafür. Wir sagen mal nichts dazu. Das ist Sims. Okay, naja, auf jeden Fall würde ich gerne auch Julie mit zum Baumhaus bauen einladen. Darin kannst du mit Julie zusammen da mithelfen. Das wäre eigentlich total süß. Irgendwie kann er nicht mit Julie zusammen das bauen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber was ich in diesem Part geplant habe, ich hatte euch ja schon mal so ein bisschen angeteasert, was ich vorhabe mit Hanford und Beckley, dass wir Mariella in Hanford und Beckley helfen, also der Verwandten, also der weit entfernt Verwandten von Kai. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht, was sie dazu sagt, weil ich glaube, das hatte ich auch im letzten Part erst erwähnt. Aber das würde ich tatsächlich gerne in diesem Part machen. Jetzt ist es natürlich schon relativ spät heute, aber ich würde sagen, wir können dann vielleicht morgen mit den Kindern mal nach Hanford und Beckley reisen. Es ist natürlich ein Schultag, aber deswegen hatte ich halt überlegt, dass vielleicht Lilly bei Darian bleibt, also dass Lilly dann tatsächlich bei uns übernachtet, auf Darian aufpasst, beziehungsweise auch dafür sorgt, dass er dann halt in die Schule geht und wir fahren nur mit Nelia, Juna, Milo und Kai, dass Darian halt mit Lilly zu Hause bleibt. Ich würde halt heute gerne noch so ein bisschen Zeit mit Darian verbringen und dann morgen halt, wie gesagt, mit der Familie nach Hanford reisen. Ja, genau, weil ich finde das eigentlich richtig schön, wenn wir das dann machen, alles, was ich mir da so überlegt habe. Aber wir gucken mal. So, jetzt hat auf jeden Fall Darian endlich mal ein bisschen Zeit hier mit Julie und kann sie ein bisschen besser kennenlernen. Und ich finde das richtig schön, dass er sich halt auch mit ihr direkt schon so gut versteht. Also die beiden haben halt hier direkt schon eine gute Beziehung und lernen auch gerade unfassbar viel hier voneinander. Er hat tatsächlich die Mentalfähigkeit ihr erhöht im Gespräch mit ihr zusammen. Habt ihr das Baumhaus jetzt fertig? Nee, ach so, Kai ist jetzt hier alleine am Arbeiten. Oh Gott, du armer Kai. Kann Lilly dir nicht helfen? Lilly kann doch bestimmt helfen mit dem Baumhaus. Ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht andere Sims irgendwie fragen können, dass sie uns helfen. Aber ja, Darian quatscht jetzt ein bisschen mit Julie. Und ja, ich fand es eigentlich auch ganz süß, die Idee, dass er jetzt in Zukunft halt hier mal so ein Freundschaftsarmbändchen macht und ihr das dann schenkt. Also es ist ja so ein bisschen die Idee gewesen, dass er halt sie schon toll findet, so auf kindliche Art und Weise halt. Aber sein bester Freund Chase, den wir vielleicht auch jetzt mal einladen können, wir können ihn ja einfach mal mit dazu einladen, dann können wir hier gerade mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, findet sie auch toll. Und das ist halt dann so ein bisschen schwierig. Ich meine, es hatten sogar schon Leute die Idee, dass vielleicht nachher dann so in der Teenagerzeit rauskommt, dass Darian und Chase füreinander schwärmen, also dass die dann nachher später zusammenkommen. Da bin ich auch offen für. Also wenn sich das tatsächlich entwickeln sollte, fände ich das auch total witzig. Aber so weit will ich jetzt gerade noch nicht denken. Oh nein, unser Klo ist kaputt. Haben wir hier oben noch eins? Ja, perfekt. Dann geh da mal gerade hin, Darian. Und dann kannst du vielleicht mit deinen Freunden noch so ein kleines bisschen hier in den Park gehen oder so. Haben wir hier hinten noch irgendwie was, wo er mit seinen Freunden spielen kann? Hier gibt es doch irgendwo so ein Kletterbereich für Kinder, oder? Ja, hier so ein Piratenschiff. Ich glaube, da kann er dann mit seinen Freunden mal hingehen. Aber dafür müssen wir Chase erstmal auch mit in die Runde ein. Achso, wo ist Chase? Ach, er kommt gerade schon raus. Okay, also ich füge ihn mal der Runde hinzu und dann können wir nämlich gleich mit Darian und seinen Freunden einmal da hinten hingehen und können sie da ein bisschen Fantasieabenteuer oder sowas spielen. Aber Darian, du solltest jetzt vielleicht erstmal aufs Klo gehen und danach alles weitere. Oh nein, Julie möchte schon nach Hause und Lilly auch. Den beiden scheint es jetzt gerade schon ein bisschen zu spät zu sein. Vielleicht ist Julies Mom auch so, dass sie dann sagt, Julie, komm lieber früher nach Hause. Ich möchte nicht, dass du so lange unterwegs bist. Morgen ist Schule. Und ja, Chase Eltern sind da vielleicht ein bisschen entspannter. Dann geht Darian vielleicht jetzt nur mit Chase ein bisschen auf den Spielplatz. Kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Okay, der Weg ist doch ein bisschen länger, als ich dachte. Wir haben einfach mittlerweile 20 Uhr. Ich hoffe, er hat seine Hausaufgaben schon fertig. Und ich hoffe auch, Chase kommt jetzt mit, dass er jetzt nicht da alleine zum Spielplatz läuft, oder? Ja, doch, Chase. Nee, Chase ist nicht hier. Celestia Shepherd? Wo kommt dieses Kind her?
Das muss ich gerade wirklich mal überlegen. Okay, da hinten kommt aber auch Chase, da hinten kommt auch Kai. Okay, Kai hat sich jetzt auch angesprochen gefühlt beim Spielplatz. Ja gut, vielleicht geht er aber auch tatsächlich mit, um so ein bisschen aufzupassen, weil ich meine, es ist ja wirklich schon relativ spät und es wird auch schon dunkel und vielleicht sagt er dann, ja, ich gehe lieber mal mit und guck mal so ein bisschen, was ihr da macht. Und ja, so, aber auf jeden Fall haben wir noch ein Shepherd-Kind, Celestia. Und ich muss mal gerade gucken, wo sie herkommt. Nee, also von Lunas verschwundener dritter Tochter ist das Kind auf jeden Fall schon mal nicht. Sie hat auch zwei Kinder, Auriel und Dudley. Aber hat vielleicht Isara noch mal? Nee, Isara hat gar keine Kinder. Isara ist allerdings auch schon tot. Und ist Studentin. Okay. Ah, es sind irgendwie alle gestorben. Von wem ist denn dann dieses Kind? Ah, okay. Von Shia. Also Shia und Celia Shepherd, also das ist ist der Bruder von Luna tatsächlich, der anscheinend noch nicht so alt ist. Es ist interessant, ne? Weil Luna ist ja jetzt schon die Generation davor und die Generation danach stirbt ja aktuell weg. Also interessant. Die beiden haben auf jeden Fall noch mal eine Tochter bekommen, und zwar Celestia. Okay, das ist natürlich süß. Das heißt, sie ist auch wieder eine entfernte Verwandte. Also wahrscheinlich irgendeine Tante oder Großtante sogar von, also eine dritten Grades oder keine Ahnung was, von Darian dann. Ich würde sagen, wir lernen sie auch einfach mal kennen, oder? Das wäre doch eigentlich auch ganz schön. Oh mein Gott, Kai hat einfach gerade in die Hose gemacht. Ah, Kai, warum gehst du denn nicht einfach? Oh mein Gott. Okay, die Selbstständigkeit meiner Sims will ich damit jetzt mal nicht. Ja, Kai, geh nach Hause. Geh nach Hause. Kai wird jetzt sagen, ah, ich gehe doch nach Hause. Und ich glaube, die zwei Jungs finden das auch gar nicht so schlecht, dass sie jetzt mal gerade hier so ein bisschen alleine reden können. Weil natürlich, wir können ja mal gerade mit ihm in die Sterne gucken, natürlich sind die zwei auch ganz gerne ungestört und finden das ganz gut, wenn gerade keiner auf sie aufpasst, dass sie halt mal auch wirklich wie große Jungs natürlich, ne, also sie fühlen sich natürlich jetzt sehr, sehr groß, auch hier mal sich ein bisschen austauschen können über gewisse Dinge. Und da fände ich es halt jetzt eigentlich auch mal ganz süß, wenn sie halt jetzt über Julie sprechen würden. Und zwar wird Darian dann halt erzählen, dass Julie eben bei ihm war und dass das total schön war und dass er halt, wobei, nee, ich glaube, das mit dem Freundschaftsarmbändchen erzählt er nicht, weil ich glaube, das ist nicht cool genug, um das seinem Freund zu erzählen. Aber auf jeden Fall wird er eben erzählen, dass Julie eben da war und dass das richtig schön war, dass sie halt da war, und dann erzählen, ja, Julie ist ja schon irgendwie toll und ich mag sie wirklich richtig gerne. Und Chase wird dann sagen, ja, sie ist wirklich richtig toll. Und ich glaube, dann werden die beiden halt so das erste Mal so ein bisschen merken, dass sie halt beide Julie ziemlich toll finden. Und daraus entsteht dann wahrscheinlich, also das habe ich aus den Kommentaren, natürlich habe ich das aus den Kommentaren, die Idee, so eine Art Pakt, also dass die beiden sich eben dann sagen, keiner von uns beiden kommt mit Julie zusammen, weil die Freundschaft ist uns wichtiger und wir beide wollen für immer Freunde bleiben und da soll kein Mädchen dazwischen kommen. Okay? Und ja, darauf werden sie sich dann Handschlag geben. Und das ist jetzt erstmal der Pakt, den sie jetzt geschlossen haben, dass keiner mit Julie irgendwie anbandelt. Also, das sind Kinderleute, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Das ist alles so auf kindlicher Ebene und so, aber so eine leichte Schwärmerei haben halt beide für Julie und es darf dann keiner ihr einen Liebesbrief schreiben. Also das ist jetzt leider verboten. Das haben sie sich gerade geschworen. Keiner darf Julie einen Liebesbrief schreiben und Chase muss jetzt auch nach Hause. Ja, das kann ich aber auch verstehen, Chase. Wir haben einfach schon richtig, richtig spät. Die Zeit vergeht in diesem Spiel aber auch einfach so unfassbar schnell. Und ich vercheck das hier wieder, mich um die Bedürfnisse meiner Sims zu kümmern. Ja, Cody muss auch dringend mal raus. Okay, Kai, du kümmerst dich mal gerade um den Hund. Und nee, du musst dich erstmal um dich selber kümmern. Ja, iss mal gerade deinen Obstsalat und danach gehst du mit dem Hund raus. Du, liebes Kind, kannst einmal gefüttert werden von deiner Mom. Nelia, mach mal schnell hier den Hochstuhl sauber und dann kannst du deiner Tochter mal was zu essen geben. Ja, ich werde mich jetzt mal gerade hier um alle Bedürfnisse kümmern und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und machen uns dann tatsächlich auch schon mal auf den Weg nach Henford und Beckley. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann da wird und wie ihr das findet. So die Grundidee, die ich da hatte. Ja. So, es ist der nächste Tag. Nelia sitzt tatsächlich gerade bereits mit ihrem Grafiktablet hier im Wohnzimmer bei wunderschönem Sonnenschein. Also heute ist wirklich richtig schönes Wetter. Es ist ein richtig schöner Sommertag. Darian ärgert sich bestimmt, dass er heute wieder in die Schule muss, aber auf der anderen Seite sieht er doch alle seine Freunde wieder. Deswegen wird das wahrscheinlich auch alles gar nicht so schlimm sein. Aber Nelia möchte jetzt gerade noch ein bisschen Geld verdienen, weil natürlich braucht die Familie jetzt dringend auch ein bisschen mehr Geld. Wir haben aktuell 156 Simoleons, so viel, also so wenig Geld wie
seltenst. Und deswegen hat sie jetzt gerade noch ein Umgebungskonzept fertiggestellt und ich hoffe natürlich, dass uns das reicht, denn ich hatte nämlich mit ihr schon so ein bisschen weitergemacht hier in ihrer Karriere und sie hat jetzt tatsächlich nur noch dieses eine Umgebungskonzept. Ich hoffe, dass das jetzt ausreichend ist für die Kunden, dass sie da mit zufrieden sind. Oh, perfekt. Oh mein Gott, wir haben einfach 5000 Simoleons dafür bekommen. Was? Okay, also wirklich mit dieser Karriere verdient man richtig, richtig gut. Ich habe Nelia auch noch so ein paar Bilder malen lassen und die verkauft, damit ich halt ein bisschen Geld hatte, um hier noch dieses ganze Klatterzeug zu platzieren, hier mit dem Schreibtisch und mit dem Kinderzimmer und so. Das war ja auch nicht so ganz günstig, nicht ganz umsonst, aber das ist echt der Wahnsinn, was die so mit ihrer Malerkarriere verdient. Also 5000 Simoleons ist echt richtig krass. Ja, aber wie gesagt, wir sind ja auch in dieser Generation einfach, dass wir halt sagen, ja, wir haben halt jetzt in dieser Generation genug Geld und das ist ja auch ganz schön, dass sie dann halt ihre 5 Kinder später auch ganz gut versorgen können und hier das große Haus haben und so. Das ist ja auch ganz schön, ne? Deswegen, ja. So, aber wir haben leider immer noch nicht das Baumhaus fertiggestellt. Das ist ein bisschen schade, aber es sieht schon relativ gut aus. Ich finde es aber auch relativ realistisch, dass das jetzt nicht an einem Tag fertiggestellt wurde. Es ist, wie gesagt, ein wunderschöner Sommertag. Also die Sonne scheint hier wunderschön am Himmel. Es ist richtig ja, warm ist es tatsächlich gar nicht. Ein bisschen frisch, aber vielleicht wird es ja im Verlauf des Tages noch ein bisschen wärmer. Milo schläft, Juna schläft. Okay, und Kai muss sich jetzt gerade entscheiden, ob er zur Arbeit geht. Aber wir arbeiten natürlich nochmal von zu Hause aus. Was den Job betrifft, da hatte ich euch ja auch gefragt, da waren die Meinungen verschieden. Und ich würde erstmal sagen, wir machen es so, dass er erstmal in seinem Job bleibt, weil der Job macht ihm halt wirklich, ach so, nee, der malt schon wieder. Der Job macht ihm halt wirklich, wirklich viel Spaß und da finde ich es ein bisschen schade, ihn da rauszunehmen. Wir können ja so tun, als würde er zusätzlich auch noch sich selbstständig, also dass er zusätzlich neben seinem Job eben auch noch die Selbstständigkeit hat und damit dann eben das Geld halt noch verdient. Das fände ich eigentlich ganz passend. Ja, wie gesagt, Nelia ist tatsächlich jetzt gerade vor ihren Kindern aufgestanden, damit sie eben noch ein bisschen Zeit hatte. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Mir fällt gerade noch was ein. Lustig, dass mir das jetzt gerade einfällt. Ich werde immer wieder gefragt, woher diese Fenster sind. Und das wollte ich euch jetzt mal ganz kurz hier beantworten, denn das habe ich so leider nicht im Kopf gehabt. Peacemaker. Also das scheint CC von Peacemaker zu sein. Da könnt ihr mal nachschauen. Wenn ich dran denke, packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Da gibt es nämlich genau diese Fenster vom hier von dem Familien... Wie heißt das denn? Zusammenwachsen. Genau, von dem Zusammenwachsen-Pack. Gibt es nämlich genau diese Fenster, die genauso aussehen wie die, die ja hier original vom Spiel sind. Das hier ist ja ein Fenster vom Spiel und die sehen halt, also ja, doch, das ist original vom Spiel. Und das ist halt zum Beispiel jetzt CC und das ist halt genau der gleiche Stil, was ich ganz cool finde, weil dadurch hat man halt irgendwie noch mal mehr Auswahl. Genau, da hatten nämlich einige immer wieder nachgefragt nach den Fenstern und jetzt wisst ihr es. Also Peacemaker, da müsst ihr mal nachschauen. Wie gesagt, Darian muss jetzt gleich in der Schule sein und Nelia wird ihm heute Morgen wahrscheinlich dann direkt schon Bescheid sagen. Das kannst du mal gerade machen. Nelia, geh mal Darian wecken. Darian ist noch ein bisschen müde, aber Nelia wird ihm jetzt gerade Bescheid sagen. Weck ihn mal auf, er muss nämlich gleich in die Schule. Und dann kann sie ihm mal Bescheid sagen, dass Oma Lilly gleich hier sein wird, wenn er von der Schule kommt. Und dann mit Sicherheit auch tolle Sachen mit ihm macht. Vielleicht baut sie das Baumhaus mit ihm weiter oder so, damit er halt auch das toll findet. Und es nicht blöd findet, dass die ganze Familie nach Hanford reist, nur er nicht. Warum kann sie sich bei ihm entschuldigen? Okay, wir sollten vielleicht einfach mal die Liebe bei ihm ausdrücken, weil, das hatte ich mir auch geschrieben, Darian leidet natürlich auch enorm. Ich muss mal gerade gucken, ob ich mir dazu auch was aufgeschrieben hatte. Ah, genau, ja, ich habe mir auch dazu einen Kommentar fotografiert. Und zwar, so Heidi hatte geschrieben, ich kann mir vorstellen, dass Darian vielleicht so traurig ist, weil er jetzt dauernd darüber nachdenken muss, wie es wäre, wenn sein eigener Vater stirbt und wie schrecklich es sich dann anfühlen würde. Kinder empfinden ja ab diesem gewissen Alter immer mehr Empathie und ich denke, dass er jetzt generell über den Tod nachdenken muss, da es ja, soweit ich mich erinnere, sein erster Kontakt mit dem Lebensende ist. Wenn man das noch weiterspinnt, könnte man damit auch vielleicht erklären, dass Darian gerade nicht das beste Verhältnis zu Nelia hat, weil er eben merkt, dass Daryls Tod sie so gar nicht trifft. Und den Kommentar fand ich auch richtig, richtig gut. Also wirklich total stimmig und so. Und es kann ja wirklich sein, dass Darian halt aktuell sehr stark eben mit diesen Gedanken eben, also er ist ja auch die ganze Zeit traurig. Ich meine, jetzt ist er theoretisch traurig wegen der Sommerferien, weil die vorbei sind. Aber ich glaube, dass das halt auch immer noch was ist, was ihn sehr beschäftigt. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns auch einfach mit Nelia und Kai mal wieder ein bisschen mehr mit Darian beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass es Darian tatsächlich ganz gut tut, wenn Oma Lilly jetzt für ihn da ist, weil Lilly
trauert ja auch. Und ich glaube, beiden tut das dann ganz gut, wenn sie dann eben auf andere Gedanken kommen, weil Lilly eben dann ein bisschen beim Fahrradfahren hilft oder die beiden das Baumhaus weiterbauen und so weiter. Ich glaube, dass das beiden ganz gut tut. Und deswegen wird Nelia jetzt einmal. Nee, du machst jetzt kein Nickerchen, Nelia. Du bist gar nicht so müde. Du hast die ganze Nacht geschlafen. Wir rufen einmal Lilly an und dann kann sie nämlich gleich eben hier sein. Also wir tun es zumindest mal so. Wir können ja eigentlich jetzt tatsächlich dann auch wirklich den Übernachtungsbesuch planen, dass sie jetzt wirklich mal 2 Tage, 2 Nächte bei uns übernachtet. Also, wir machen 2 Nächte ab jetzt, genau, dann ist sie nämlich da. So, von wem wirst du angerufen? Ach süß, Lilly schreibt Achian in SMS. Ich habe gehört, dass du dich mit Julie angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Das ist richtig schön. Das ist wahrscheinlich so eine Nachricht von ihr, dass sie halt gestern beobachtet hat, dass er sich so gut mit Julie verstanden hat beim Baumhaus bauen und so. Und ja, Oma Lilly ist jetzt gerade hier angekommen. Das finde ich richtig schön. Ich finde das immer noch so toll mit diesem Übernachtungsbesuch. Wie gesagt, ich glaube, Lilly tut das ganz gut, dass sie halt dann nicht alleine ist. Ja, aber ich würde sagen, wir werden tatsächlich dann jetzt mal aufbrechen nach Hentwort. Darian ist jetzt auf dem Weg zur Schule. Er ja, wird dann eben nachher von Lilly empfangen. Wir werden ja natürlich jetzt auch heute Abend wiederkommen, aber wahrscheinlich halt relativ spät, beziehungsweise wahrscheinlich schon im nächsten Part. Also wir werden wahrscheinlich jetzt diesen Part in Hentwort beenden gleich. Ja. Worauf ich jetzt hinaus wollte, wusste ich, weiß ich gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt hier Mariella Shepherd besuchen gehen. Und wie gesagt, das ist eine entfernte Verwandte von Kai. Wir werden Kai, Yuna, Cody können wir eigentlich auch mitnehmen und Milo mitnehmen, genau. Und Lilly bleibt dann eben, wie gesagt, mit Darian zu Hause und beschäftigt sich ein bisschen mit ihm. Und ich glaube, dass ihm das halt sehr, 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 sehr gut tut, wenn sich mal wirklich einer nur mit ihm ganz alleine beschäftigt, weil dass seine Geschwister mal raus sind aus dem Haus und er hat mal wirklich nur Zeit mit Oma. Ich glaube, das wird ihm richtig, richtig gut tun, dass er da mal ja mit Oma so ein bisschen über alles reden kann. Und Lilly kann ihm da vielleicht auch so ein bisschen gewisse Ängste und Sorgen nehmen. Und ja, ich glaube, das tut ihm sehr gut. So, und dass wir hier nochmal sein würden, Leute. Das ist echt so verrückt. Das ist einfach so verrückt. Hier habe ich ja mit Stella damals gespielt und Milo geht's gerade gar nicht gut. Ah, Milo, was hast du denn? Ich guck mal gerade. Ach so, er hat wieder Bauchschmerzen. Und er ist auch total, total überfordert, weil das jetzt hier ein unbekannter Ort ist und das findet er gar nicht gut, dass er jetzt hier sich nicht auskennt. Und das passt so gut zu Milo. Das ist echt schon so sein Charakter. Er ist einfach so vorsichtig und ängstlich und findet das jetzt gerade ganz doof, weil er das hier alles nicht kennt und seine Bauchschmerzen belasten ihn und ja, es ist alles so stimmig. Ich habe hier auch dieses Haus ein kleines bisschen umgebaut und hier ist schon Mariella und verbringt tatsächlich gerade ein bisschen Bauchzeit mit ihrem Sohn Jackson. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, wir hatten irgendwann schon mal einen Jackson, aber das ist jetzt auf jeden Fall sein Name. Und ja, tatsächlich wissen wir nicht, wer der Vater ist. Mariella möchte darüber nicht sprechen. Mariella ist ja gerade tatsächlich noch ein Teenager und sie ist total überfordert gerade mit allem. Also sie versucht zwar gerade ihr Bestes, sich hier um ihr Kind zu kümmern, aber sie ist absolut überfordert mit allem. Also der Kuhstall war eigentlich noch schmutzig. Die Kuh ist auf jeden Fall total schmutzig. Den Hühnern geht es nicht so gut. Der Hühnerstall stinkt eigentlich. Müssen wir uns jetzt ein bisschen denken. Ja, und sie ist total überfordert mit dem Haushalt und so weiter und so fort. Und deswegen kommen Nelia und Kai jetzt eben hier hin, um sie ein bisschen zu unterstützen. Und ich weiß nicht, kann Darian schon irgendwie mit Jackson interagieren? Er kann ihn anlächeln, süß. Kann ihn betrachten. Weil ich fände das nämlich auch total süß, wenn Milo dann halt nicht nur die Liebe seines Lebens irgendwann hier in Hentford findet, sondern dass er dann auch generell hier wenige soziale Kontakte hat. Also Milo wird ja generell nicht so der Typ, der super viele soziale Kontakte hat, aber ich fände es halt irgendwie richtig süß, wenn Jackson dann halt so ein Kumpel von ihm wird. Ich glaube, Jackson ist auch nicht ganz so wie Darian. Ich glaube, Jackson wird wahrscheinlich eher so ein bisschen eher Draufgänger, aber trotzdem so, dass er jetzt nicht den riesen Freundeskreis hat. Also Jackson wird trotzdem mehr für sich sein und wird vielleicht auch nicht unbedingt so gut klarkommen mit anderen. Und deswegen ergänzen sie, also deswegen passen Milo und Jackson halt so gut zusammen, weil Jackson halt auch nicht so gut ankommt bei allen, weil er halt so ein Draufgänger ist. Also gibt es da oft dann irgendwie wahrscheinlich so soziale Probleme. Und deswegen haben Milo und Jackson sich dann immer. Und ich glaube, Milo wird dann eben hier ja, sehr glücklich sein, weil er dann halt hier seinen Kumpel hat und später, wie gesagt, dann auch noch so seine große Liebe, die er dann hier findet. Das ist ja so der Plan. Yuna genießt es total hier in Hanford. Sie liebt es absolut hier zu sein. Findet es richtig, richtig klasse, dass wir jetzt hier sind. Vielleicht kann sie sich ja mal gerade die Hühner angucken. Ich glaube, Nelia sollte da aber am besten mal mitkommen. Ich glaube, Yuna sollte nicht ganz alleine mit den Hühnern sein.
Die Hühner haben nämlich auch total Hunger. Es hat sich schon länger keiner mehr um die Hühner gekümmert. Und das kann Nelia ja vielleicht direkt mal übernehmen, dass sie jetzt mal die Hühner füttert. Kaif kann ja vielleicht da hinten mal im Garten so ein bisschen gucken, dass er hier mal Unkraut jätet. Gibt es überhaupt Unkraut? Ich glaube nicht. Okay, nee, anscheinend. Ach doch, hier sind ein paar Fliegen. Perfekt, okay. Also Kai kümmert sich so ein kleines bisschen hier um den Garten. Und Nelia versucht jetzt ein kleines bisschen Ordnung zu machen, mal die Hühner zu füttern und generell so ein bisschen im Haushalt zu helfen. Vielleicht kocht sie nachher mal was für Mariella und zeigt ihr so ein paar Tricks, was sie so machen kann. Nelia, warte mal gerade. Oh, okay. Milo bricht häufig. Ach so, Milo bricht häufig, wenn er gefüttert wird. Säuglinge mit der Marotte Spuckfreudig fehlt nichts. Ihr Verdauungssystem muss sich lediglich noch entwickeln. Oh Gott, es passt einfach so gut. Er ist einfach so sensibel mit allem. Er hat diese Bauchschmerzen und jetzt muss er auch immer noch spucken nach dem Essen und all sowas. Das passt so gut zu ihm, echt. Also er ist einfach so ein ja, sehr sensibles Kind halt. Und ich sehe ihn da total. Ich sehe ihn da wirklich total. So, Juna, du kannst dir mal die Hühner angucken. Oder die Küken. Guck dir mal die Küken an. Guck mal, du kannst mal mit dem Küken reden. Dem Küken geht es nicht so gut. Aber Juna und dein Küken, das möchte ich sehr gerne sehen. Brutus, das Küken heißt Brutus. Okay, wollen Brutus streicheln. Juna, geh Brutus streicheln. So, jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Aber doch, Juna möchte Küken gucken. Genau, Juna, geh dir mal die Küken angucken. Vielleicht findet Juna ja das Landleben ja auch gar nicht so schlecht. Also, wobei, doch, ich glaube, Juna ist nicht so der Landleben-Typ. Aber gerade findet sie einfach nur die Küken spannend. Und Nelia, können wir bitte, bitte ein Foto davon machen? Ich möchte bitte, bitte ein Foto, wie Juna die Küken streichelt. Das ist so niedlich. Das ist einfach so, so, so niedlich. Ich kann euch übrigens zu dem Fotoapparat und auch den kleinen Fotos und so, die ich im Haus platziert habe, ein Video verlinken, weil meine allerliebste Sophia hat nämlich dazu ein Video gemacht, wie man diesen Fotoapparat hier benutzt. Warum kann ich den jetzt gerade nicht drehen? So, jetzt geht's. Genau, und da kann ich euch mal ein Video zu verlinken, falls euch das interessiert. Könnt ihr nämlich da mal vorbeischauen, weil ich kriege unfassbar viele, viele, viele Fragen zu diesem Fotoapparat. Und da werden hoffentlich in dem Video alle eure Fragen geklärt, genau. Ich verlinke euch das Video einfach mal oben in der Ecke oder habe es wahrscheinlich schon getan. Oh mein Gott, ist das süß! Und da hinten steht noch ein Huhn, das müssen wir irgendwie auch noch mit drauf kriegen. Das ist ein richtig, richtig süßes Foto. Oh, Juna, das sieht so süß aus. Juna einfach das Küken streichelt. Oh, okay. Also ich liebe das Landleben und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Generation. Ich will jetzt natürlich noch nichts zu viel vorwegnehmen und ich will jetzt auch nichts überstürzen und schon irgendwie zu sehr in die Richtung. Ach, süß! Milo hat einen Meilenstein freigeschaltet. Hand nach etwas ausstrecken freigeschaltet. Was ist das denn? Milo hat begonnen, seine kleinen Ärmchen nach Objekten in der Nähe auszustrecken, da er jetzt um Spielsachen bitten kann und mit Spielzeug in der. Also er kann, bevor ich jetzt hier wieder, keine Ahnung, alles, ihr wisst, was ich meine, er kann auf jeden Fall jetzt mit Spielzeug spielen. Das hat er hier gerade gelernt und er liegt gerade hier im Bett von Jackson und möchte nicht einschlafen. Milo, du musst ein bisschen schlafen, du bist ganz müde, gerade weinst du, weil du so müde bist. Und Mariella geht zu ihm hin, auch süß. Das finde ich aber toll. Also Mariella ist, glaube ich, auch echt ein toller Charakter, den wir gerne auch irgendwie noch mit einbinden können, weil sie halt irgendwie auch, oh Gott, jetzt schläft Milo und jetzt weint Jackson. Also wie gesagt, wenn ihr gerne Mariella noch ein bisschen mehr in die Story einbinden wollt, dann können wir das sehr, sehr, sehr gerne tun. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier auch öfters mal vorbeischauen werden, eben weil sie halt so ein bisschen Hilfe braucht, eben wie gesagt, mit dem Garten, mit dem Kind, mit dem ganzen Hof und so. Und dadurch möchte ich halt, wie gesagt, ganz gerne so ein bisschen den Kontakt nach Hanford und Beckley für unseren kleinen Milo herstellen, der ja später dann halt hier hinziehen soll. Und oh Gott, jetzt liegt Milo in dem Bett von Jackson und Jackson schläft auf dem Boden. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ja, Nelia gibt ihr jetzt gerade hier so ein bisschen Tipps, beziehungsweise sagt wahrscheinlich, dass sie es eigentlich richtig toll findet, wie Mariella das alles schon schafft und dass halt in der Familie halt getratscht wurde, dass Mariella halt irgendwie total überfordert wäre und dass Nelia aber hier sieht, dass sie das doch eigentlich richtig gut macht. Und ich glaube, das tut Mariella ganz gut, mal zu hören, dass sie das hier doch ganz gut im Griff hat und dass es Jackson ja gut geht und dass sie das eigentlich auch ganz gut hingekriegt hat hier mit den Tieren, dass die Ställe ja auch gar nicht so dreckig waren und keine Ahnung, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sich da vielleicht auch eine ganz gute Freundschaft entwickeln kann. Also ich meine, Mariella ist zwar ein bisschen jünger, aber sie wird jetzt auch bald zu einer jungen Erwachsenen. Und wie gesagt, dadurch wird halt so ein bisschen der
Kontakt nach Hanford und Beckley dann hergestellt für Milo. Und dann hat er nämlich hier einen Freund und später vielleicht auch eine Freundin. Wir können nämlich im nächsten Part gerne auch mal hier so durchs Dorf gehen und vielleicht treffen wir dann die ein oder andere Familie, die zufälligerweise vor kurzem Zwillinge, Mädchen bekommen hat, die beide in Milos Alter sind. Und rein zufällig treffen wir die natürlich dann. Und dadurch könnte ja vielleicht dann auch eine Freundschaft entstehen oder vielleicht später sogar mehr. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber eigentlich habe ich genau das gerade getan. Aber ihr könnt euch darauf schon mal freuen. Also ich habe mir gedacht, dass es dann Zwillinge sind, die dann eben hier wohnen und ja, Milo sich vielleicht auch erstmal gar nicht so direkt entscheiden kann, welche von den beiden sie dann er dann toller findet und dass er vielleicht so mit beiden irgendwie gut befreundet ist und dann entwickelt sich das halt erst so mit der Zeit, welche von den beiden er dann besser findet, mit wem er dann besser so passt und aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Jetzt gerade ist er erstmal noch ein Säugling und erst in seinem Teenageralter wird er ja wirklich anfangen, dann eben romantische Gefühle so richtig zu entwickeln und deswegen, das dauert alles ja noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, ich werde an dieser Stelle jetzt diesen Part auch einmal beenden. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart und fand den Part jetzt richtig, richtig schön. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, hier zu spielen und ja, mit der ganzen Familie einmal nach Hanford zu reisen. Ich fand es auch schön gestern, dass also am vorherigen Tag, dass Daria noch mal ein bisschen Zeit mit Chase und mit Julie verbracht hat und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr unter das letzte Video geschrieben habt. Das kann ich ja dann auch morgen lesen. Ja, und dieses Video, wie gesagt, Special an einem Sonntag mal. Nächste Woche geht es dann weiter mit wahrscheinlich wieder zwei Videos, aber diese Woche hatte ich ein bisschen mehr Zeit und deswegen konnte ich dann ein drittes Video machen und das hat mich jetzt wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, aufzunehmen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Schreibt mir alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht, auch zu Mariella, zu Jackson, zu Hanford und Beckley, zu den Zwillingen, wie auch immer. Genau, ich freue mich von euch zu lesen und wünsche euch bis zu meinem nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns bis dann. Tschüss!